So, wir haben immer noch 5 Scavs auf Customs. Wir brauchen noch einmal Morphium. Naja, das ist doch alles im Rahmen. Also, heute der Plan ist, wir wollen... Also, das ist unser Ziel. Wir möchten eine Lucky Scav-Box haben. Das ist unser Ziel. Dann werden wir mal so ein bisschen durchquesten und dann gucken wir, ob wir vielleicht das ein oder andere im Hideout mal bauen, währenddessen wir questen. Zum Beispiel müssten wir die Workbench machen. Die Workbench müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Die können wir sogar fast bauen. Ja, die können wir sogar fast bauen. Wir müssen nur noch einmal Nuts finden. Und das können wir, glaube ich, kaufen. Das sind so erstmal die Ziele. Und dann gucken wir uns hier erstmal so ein bisschen durch. Wir werden jetzt aber erstmal... Wait, what? How? Ach so, das zählt ja nur, wenn ich online bin. Oh, stimmt. Das stimmt. Dieselchen, moin. Hello, my best friend. Ey, Morgana, was geht? Was geht? So, alright, gucken wir mal auf Customs. Ich habe übrigens, Svenny, danke für die Erinnerung. Ich habe dem Cutter Bescheid gegeben. Der macht das alles fertig für YouTube. Ich hoffe mal, dass das alles seinen Gang geht. So, wir versichern. Wir gucken noch mal schnell nach Munition und Getränke. Getränke sollte voll sein. Munition haben wir 50 Schuss extra. Ich glaube, wir können dann auch bald so langsam von Customs wieder runtergehen. Ich hoffe ja, dass wir heute zumindest anfangen können mit der Punisher-Series. Das wäre sehr schön. Sehr gut sogar. Wir sind schon Level 13, knapp 14. Ich glaube, wir haben gestern so fast 10 Quests erledigt oder so. Also es läuft ganz gut, ja. Eine lange Hose mit rasierten Beinen. Einmal und nie wieder. Finde ich mega geil. Ey, schön ins Bett schlüpfen mit rasierten Beinen ist der geilste Scheiß EOS von der Sonne. Boah. Boah. Wie läuft's bei euch mit Tarkov? Habt ihr das wieder beiseite gelegt? Alex, moin, ich grüße dich. Hallo. Entschuldigung. Oh, snap. Ich habe den Pulsmesser ganz vergessen. Denkt dran, Leute, wir haben auch einen Eye-Tracker an. Den könnt ihr euch optional anmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann könnt ihr sehen, wo ich hingucke. Für den einen oder anderen ist das vielleicht interessant. Hey, Q6, moin. Oh. Na los jetzt. Ah ja, super. Den könnt ihr euch quasi aktivieren. Du schaust immer auf Brüste. Das hat mir schon jemand bei Twitter gesagt. Wir brauchen auch nicht so ein Challenge-Ding machen. Ich guck da eh hin. Ich bin ehrlich, ich bin ein einfacher Mann. Ich lüge nicht. Ich tue nicht so und sage, nee, ich guck nicht auf dein Dekolleté. Das mache ich nicht. Nein. Natürlich gucke ich da hin. Hallo? Dieser Monitor dran, Peter. Der Eye-Tracker. Direkt in der Mitte. Unten am Rand. Das kommt immer mal wieder. EFT lässt einen echt nicht richtig los. Nee. Ihr müsst das nicht erzählen. Das Eye-Tracking ist automatisch an, ja. Oh, die Biber-Brüder haben ausgestellt, dass man ihnen Subs checken kann. Tier 1 Sub 2 Biber Bros. Chris ist der first gift sub in the channel. Ist paying forward, der gift. Ich verstehe nicht, wer irgendwie im Biberbro ist. Seid ihr jetzt gesubbt oder nicht? Oder nehmt ihr keine geschenkten Subs mehr an? Oder? Oh, nice, Top Spawn. Hätten wir mal einen Dings, das wäre schön. Okay, wir looten mal ein bisschen. Ich versuche so viel, wie es geht, zu erklären. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne noch stellen. Das ist LZH, nee, SNB. I take that, BT nehme ich auch, super. Und dann geht's mal weiter. Oh, hat doch funktioniert. Danke, Krabi. Ah, ja.
Skeps brauchen wir. Normalerweise würde ich jetzt in Dorms reinballern, aber wir haben keine Keys dafür. Demnach ist das für uns eigentlich relativ irrelevant. Plus, wir laufen mit 8-5-5. Das heißt, wir fighten nur, wenn es nötig ist. Oh Gott, oh, ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Erste Runde heute. Oh, ich war gerade am Suchen und noch am Gucken. Ui, der war zügig unterwegs. Der Magger. Der geht auf jeden Fall in den Markroom rein. Eieiei. Den habe ich nicht, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn nur gehört. Wir haben noch eine Ada. Wir nehmen das Ding. Noch eine Weste. Nur diese. Dann nehmen wir diese. Wir haben auch noch ein extra Magazin. Das nehmen wir auch. Wir haben keine Armor. Das können wir alles mal verheizen. Dann gucken wir, dass wir noch einmal den Kram Medicine Pack kriegen. Painkiller haben wir dabei, Munition auch. Okay, wir haben keine Armor. Das ist natürlich ein bisschen kritisch. Rackman, du alte Kackbrotze. Gib mir mal das hier. Kopfhörer wären natürlich eigentlich auch noch ganz süß. Die kaufen wir uns auch noch. Sind zwar die Scheiß-Kopfhörer, aber ist egal. Anfang vom Stream. Ui, war der zügig unterwegs gerade. Ich glaube, der stand oben, da wo ich hergekommen bin. Deswegen, liebe Kinder, immer weg vom Spawn. Immer weg. Hier, Kira, ich grüße dich. Moin. Leorchen, moinsen. Kopfhörer bringen dir den Vorteil, besser zu hören. Du hörst Schüsse, Schritte und jegliche andere Geräusche lauter und andere Geräusche sind wieder leiser. Zeus, moin. Versicherung bringt dir die Versicherung bringt dir folgendes: Wenn du in den Raid reingehst und versichert hast, kannst du sterben. Und solange deine Sachen im den Raid nicht verlassen, das heißt, wenn das jemand lootet und trotzdem stirbt und das liegen bleibt, kriegst du die Sachen wieder zurück. Kann man auch für sich benutzen, um die Versicherung zu betrügen und einfach seine Sachen irgendwo hinschmeißen und von dem anderen die Sachen zu nehmen. Das kann nach... Die sind unterschiedlich. Prapor kommt, glaube ich, früher als Therapist. Dafür hält Prapor nicht so lange in den Messages und behält das nicht so lange wie Therapist. Therapist, glaube ich, 7 Tage und Prapor 3. Meine Herren, was ist denn los heute? So. Okay, das ist doch ein relativ okayes Spawn. Wir gehen gleich mal raus hier vorne. Was haben wir drin? Wahrscheinlich Feier. Gleich weg vom Spawn. Instant weg hier. Oh, ich glaube immer, wir haben ja gar keine Ausdauer. Wir haben ja noch gar keine Ausdauer. Deutscher Junge, moin, ich grüße dich. Kostet die Versicherung ist unterschiedlich. Kann sogar fast 100k kosten. Hängt davon ab, was du für ein Gear an hast. Oder wie viel Gear du an hast. Sniper Scav? Hallo? Oh, da hinten ist er. Ey, bleib stehen.
go. Fehlen nur noch 4. Er denn? Mr. GG Easy? Bitte, entschuldigt bitte das Räuspern, Leute. Wo ist denn die alte Nudel? Hallo? Maga, da hast du dich aber gut versteckt, Junge. Taschen gucken, was er dabei hat. Zigaretten, oh, die brauchen wir sogar noch. Das trifft sich gut. Eine Lunchbox, die können wir nehmen. Können wir Metabolism skillen. Schatten Gottes, moin. Ausrufezeichen ET. Schatten Gottes. Müssen wir so langsam ein bisschen gucken. Wir brauchen jetzt noch 3. Ja, wir brauchen noch 3. Hier gehen wir ein bisschen weiter rechts lang, gegen den Stacheldraht. Gucken, ob da vorne auf der Straße noch welche rumlaufen. Sieht nicht so aus. Das sind hinter uns die Leute. Das ist Dorm. Am Eingang würde ich sagen. Leech, moin. Das Ding heißt Eye-Tracking. Sag mal, weiß einer, was Eye-Tracking macht? Weiß einer, was Eye-Tracking macht? Hallo? Hallo, jemand aus der Crowd? Hallo? Der nimmt deine Augen auf. Der verfolgt die Eier zu Ostern. Nee, aber mal Spaß beiseite. Eye-Tracking ist halt, deine Augen werden verfolgt. Du kannst auf dem Bildschirm zum Beispiel sehen. Du kannst auf dem Bildschirm sehen, wo ich hingucke. Oder du kannst damit auch Spiele spielen. ETS zum Beispiel funktioniert damit. Dann guckt der Charakter dahin, wo du hinguckst. Sag mal, irgendwie sind die Scavs rar, oder? Letztens, gestern und heute auch schon.
wir bei einer Tankstelle vielleicht noch ein, zwei Skeffs hin. Wir brauchen ja nur noch drei. I need a scarf or two. Oh, Tushanka brauchen wir für die Quest. Nice. PS-Ammo, die brauchen wir auch für eine Quest. Nehmen wir auch alles noch mit. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Scap noch finden. Weil es sieht aktuell nicht danach aus, als wenn wir Scaps haben. Ich glaube, ich bin immer zu schnell. Wir sind nicht gespawnt. Best Cap ist auch nicht da. Alter, das kann doch nicht möglich sein, oder was? Willst du mich verkackeiern? Oh, 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 oh. Oh, hallo. Ich bin Scaff. Ich bleib genau hinter dem Baum stehen. Oh. Da waren es nur noch zwei. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder ein bisschen beeilen. Because people will see us. Wir werden mal die Hot Rods werden wir auch noch mit einsammeln, weil wir gleich mal für die Box sparen werden. Die Essensbox. About half. Da sollten wir nochmal nachladen. Wenn wir eventuell Glück haben, ist der Scaff da. Yes, he is. And he's dead. Da werden wir gleich mal gucken, ob der vielleicht noch eine Sniper oder sowas hat. He dead. I guess. Yes, he dead. Cool. SVD. Wir nehmen mal die Schrotflinte. Nehmen wir mal die Dings ab. Dann schmeißen wir die weg. Dann nehmen wir die SVD mit. Die bringt nämlich Zasse. Oh, nice. Night Vision. Das brauchen wir. Mega geil. Mega. Damit können wir nämlich vielleicht dann den einen oder anderen Night Raid machen, wenn es mit den Quests nicht funktioniert. Aber die nehmen wir auch mit, weil die ist unfassbar stark. Und die nehmen wir natürlich for free. Nehmen wir die mit auf. So, jetzt würde ich sehr gerne noch irgendwie ein Scaff finden. Ein Scaff würde ich gerne noch finden. Das wäre super. Bräuchte noch einen Scaff. Gucken wir noch mal den Stash rein hier. Brauchen wir nicht zwingen. Das Relay können wir mitnehmen. Das sind RAM-Riegel. Die könnten wir auch mitnehmen. Bringt noch ein bisschen Zaster. Ha!
glaube, wir brauchen wirklich nur noch ein Skep, wenn ich das richtig sehe, oder? Yes, we do. Wäre natürlich schön, wenn wir den jetzt noch kriegen. Da vorne liegt auf jeden Fall was vom LKW. Glaube ich. Yes, no, das ist Gras. Wir haben aber auch jetzt gerade nicht wirklich Glück, dass hier noch der eine Skep rumdüllt. Das ist auf der anderen Seite. Und zu den Tassenbelegungen von der Sonne kann ich euch leider nicht wirklich viel sagen, weil ich habe keine Standard-Tassenbelegung. Ehrlich gesagt, ich hätte gern noch ein Skep, aber weiß nicht, ob ich dieses Risiko eingehen möchte. Ich glaube, ich werde für den 1-Skep das Risiko eingehen. Der ist nicht da. Das ist natürlich jetzt wieder sehr greedy, was wir machen. Wir könnten theoretisch den Loot saven und nochmal eine Runde reingehen. Für den Scare. Ich glaube, das werde ich auch tun. Wir haben Night Vision dabei, wir haben der SVD dabei. Das ist alles gutes Geld. Ja, das werde ich machen. Das werde ich machen, ja. Ich weiß zwar, wo sie sind, aber unser Gear ist jetzt nicht so schlecht, was wir rausziehen. Gehen wir lieber noch eine Runde nochmal rein mit einem Einkauf. Hey, Kuno Moinsen. Deine Soundkanäle sind vertauscht. Ja, dann tauschen wir sie wieder zurück. Das ist irgendein witziger OBS-Bug. Aber keine Ahnung, wo der herkommt. Postbote mit Brief, Moinsen. So, ein Skep brauchen wir jetzt noch. Wir haben uns eine schöne SVD gesnackt. Die könnte man, glaube ich, die können wir sogar aufheben für eine Quest. Ich glaube, die müsste dann auch soon TM auf Shoreline losgehen. Dafür könnten wir die auf jeden Fall behalten. Dann können wir uns nämlich ein bisschen Geld sparen. Night Vision ist auch mega, weil wenn es mal nicht läuft mit den Quests, dann kann man definitiv Night Vision nutzen und auch nachts mal losziehen. Das werden wir verkaufen, das auch, das heben wir alles mal auf hier, Squash auch und das auch. Damit können wir jetzt nämlich eine Essence-Box traden. Das schmeißen wir mal da rein, das geht gar nicht, weil da noch eine Scap-Weste drin ist. Okay, so, dann machen wir das so. Die SVD-Sachen schmeißen wir jetzt einfach so mal rüber. Das Relay behalten wir auch. Wir brauchen noch 400.000 Rubel ungefähr. So, Munition schmeißen wir hier mal rein, dann sagen wir Reload, dann machen wir das hier, schmeißen das da noch dazu. So, also ein Skef, und dann könnten wir eventuell gucken, wenn wir den Tankstellen spawnen kriegen, könnten wir sogar noch gucken, ob wir ein Morphium finden. Wir brauchen nämlich auch noch ein Morphium. Was in der SV98? Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Schaden haben wir ja keinen gekriegt. Nö, das ist super. SVD, SV98, danke. Dann letzter Scarf und gucken, ob wir Morphium finden. Wir könnten morgens um 5 ist
Nee. Auf Labs, Jago, findest du sehr viel Morphium. Ansonsten in der Medizinstation, in ansonsten kannst du im Resort noch gucken. Im Health Resort in Shoreline, da gibt es auch eine Menge. Exo Mirage, moin. Ich spiele immer noch auf den Servern, auf denen ich immer spiele. Ansonsten halt Medizintaschen. In Reserve. Na gut, in Reserve habe ich noch nicht so viele gefunden. Ja, die Quest ist echt schwer, Tribun. Da musst du Glück haben, auf jeden Fall. Aber es gibt so einige, so ein, zwei Dinge, die sowieso ein bisschen tricky sind. Aber es ist alles machbar. So, ein Scav. Und wenn wir gut sind, noch ein Morphium-Stick dazu. Ich hoffe, wir spawnen an der Tankstelle. Welche Server sind das? Ich rede nicht über die Server, auf denen ich spiele. Oh, nice! Okay, super. Das ist mega. Das trifft sich sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich gleich mal hinten in die Medizinkarte gucken und schauen, ob wir... Oh, warte. Das sind Croutons. Tushonka brauchen wir auch. Mega. Und dann schauen wir mal hinten in die Medizintasche, ob wir Glück haben. Hier ist eine Medizin, die brauchen wir nicht. Erstmal Morphium-Stick. Meds, okay. Das nehmen wir auch. Brauchen wir alles. CMS. Leider kein Morphium-Stick. Okay. Dann gucken wir hier vorne nochmal rein. Das sind die zwei Orte. Also hier können, hier sind zwei Spawns, wo jedes Item aus dem Game spawnen kann. Dann nochmal schnell rüber. Ich danke dir, JSP, nochmal JS Pinks. Das sind Spieler mit einem Magarow. TS-Ammo können wir auch mitnehmen. 8,5, ja, mein Gott, warum nicht? Ist zwar scheiße, aber hey. Auch ein Fickkoffer? Da kann alles bohren. Ach, Jonas, ja, ich versuche immer Jonas zu merken. Versuchen wir mal Jonas zu merken. So, wenn wir Glück haben, ist der... Wo? Hier ist er? Wir wissen, dass drüben geschossen wurde. Das heißt, an der Tankstelle wird gleich wieder was los sein. Gucken, ob wir uns irgendwie so ein bisschen sneaky durchsneaken können. Gucken wir hier nochmal schnell rein. Vielleicht ist da was für uns. Oh, doch, das ist gut. Das könnten wir sogar... Nee, das brauchen wir nicht, aber das können wir da reinlegen.
können wir nochmal gucken, ob der Oli Logistik Key da ist, weil den brauchen wir ja auch für eine Quest. Nope, leider nicht, aber Kondensmilch, das ist FK-Müll. Worms ist schon wieder Party. Da sind keine. Der ist ein Player. Nope! Das sind keine Player, das sind, Come on, baby, give daddy some lovin'. Hashala ist da. The man, the myth, the legend. Hashala ist im Haus. Vielleicht können wir so ein bisschen. Alright. Full focus! Also mit dem Wissen, dass da hinten nur eine Pistole geschossen hat, versuche ich jetzt mal, ob wir vielleicht sneaky noch 1-2 XP abgrasen können. Und eventuell Rashala töten können. Mal gucken. Aber so wie es aussieht, ist der Lümmel. Ist das nicht so einfach? Die sind, glaube ich, drinne oder so. Die sind wahrscheinlich irgendwie drinne. Mal kurz vorne ins Test reingucken, ob hier vielleicht Morphium drin ist, wenn wir schon mal dabei sind. Rashala wäre natürlich geil. Könnte man sich irgendwie so eine Labs Keycard snacken oder so. Zigaretten, die brauchen wir nicht. Capacitor könnte man mitnehmen. Matches. Das war ein Spieler. Entweder sind sie in der Tankstelle oder hinter der Tankstelle. Aber da sind sie auf jeden Fall. Gucken wir mal, dass wir den schnell looten. Vielleicht hat er was Schönes dabei. Hat sogar was Schönes dabei. Level 5. Der hat einen großen Rucksack mit für uns. Dann können wir mal unsere Blechmütze wegschmeißen. Die Sonnenbrille nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das auch. Im Rucksack ist nichts drin. Das heißt, wir machen das. Das würde ich gerne mitnehmen. Nee, würde ich nicht mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Den Respirator nehmen wir auch mit. Alright. Und Abfall. Also, ich würde gerne Rashala töten, aber er wird wahrscheinlich rechts irgendwo hinterm Auto rumdödeln und da komme ich nicht hin.
Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben keine dicke Armor an. Das kann richtig wehtun. Da habe ich natürlich schön auf seinen Hodenschutz geschossen. Das habe ich sehr gut gemacht. Nicht. Aber Rashala ist da, ja. Ich meine, es wäre super geil, wenn wir ihn töten könnten. Es wäre super geil, wenn wir ihn töten könnten. Das wird unfassbar viel XP bringen. Sehr gute Items, Waffen. Aber mit dem Wissen, dass auf der anderen Seite an Dorms immer noch Action ist, gerade sehr ruhig ist, die fertig sind wahrscheinlich mit Looten und ihren Weg hierher suchen, könnte das eventuell ein bisschen schwierig sein. Hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen andere Munition oder so, hätte ich gesagt, okay, können wir fighten. Aber so ist das, Okay, Rashala ist down. Das heißt, es sind nur noch seine Minions da. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das bringt uns auch sehr viel XP. Problematisch ist jetzt einfach nur, dass wir die Jungs auch noch irgendwie looten müssen. Er hat 4 Minions dabei. Er hat 4 Minions dabei. Wir müssen das sehr langsam spielen. Und wir müssen sehr viel Glück haben, dass Leute uns von hinten nicht stören. Plus, dass wir natürlich auch noch Pech haben. Und Skeptiler ja auch noch. Das hilft uns extrem. Oh oh.
2 down. Fehlen noch 2. Wenn wir Glück haben. Ich dachte, er war tot. Ich dachte, er war tot und ich habe keine Weste angehabt. Unangenehm! Aber hey! Die Quest ist fertig. Oh, das war richtig scheiße gerade. Das war nicht mal unlucky. Das war einfach nur greedy. Das war nicht mal unlucky. Das war einfach nur greedy as fuck. Aber hey, ist okay. Das bessere Play wäre gewesen, außen rum zu gehen und auf die Mauer zu gehen, da wo der Stacheldrahtzaun gewesen ist. Das wäre besser gewesen. An der Stelle. Das war sehr, sehr... Es war greedy. Es war super greedy. Wir hatten kein Autofeuer an. Wir haben keine Weste. Ich habe meine Packerweste weggeschmissen. Die hätte uns auf jeden Fall das Leben gerettet. Vielleicht. Aber er hat uns, glaube ich, einen Headshot gegeben. Es war greedy as fuck.